Wie bereits angedeutet, haben Sie verschiedene Möglichkeiten, Quellen zu nutzen. Und eine wichtige Rolle spielen dabei Internetquellen und auch die Datenbanken, die uns an der HEW zur Verfügung stehen. Von daher möchten wir hier Ihnen kurz nochmal einen kleinen Exkurs anbieten, wo wir die einzelnen Quellen nochmal beleuchten werden, um Ihnen eine Hilfestellung zu geben. Schauen wir uns zunächst Google Scholar einmal an. Google Scholar ist eine, ja, weitere Suchmaschine, die sich auf wissenschaftliche Veröffentlichungen spezialisiert hat. Und danach möchte ich Ihnen noch einen kurzen Überblick über die Datenbanken der HRW geben. Beginnen wir mit Google Scholar. Das heißt, hier haben Sie eine umfangreiche, wirklich sehr umfangreiche Suchmaschine, die Ihnen hilft, Ihre Stichwörter, die Sie zuvor identifiziert haben, für Ihre wissenschaftliche Arbeit zu verwenden. Hier würde ich Ihnen auch immer empfehlen, verschiedene Kombinationen der Suchwörter zu verwenden, um letzten Endes an die Quellen heranzukommen, die wirklich sehr interessant und relevant für Ihre Arbeit sein werden. Zu den Quellen gehören eben Doktorarbeiten, Seminararbeiten, aber auch Bücher und natürlich Fachzeitschriften. Ich zeige Ihnen nun einmal, wie man in Google Scholar recherchieren kann. Wenn wir uns einmal Google anschauen und hier den Suchbegriff, ja, Scholar eingeben, erscheint hier unten auch bereits der Link zu Google Scholar. Wie gesagt, Scholar heißt eben akademische Literatur, können Sie hier recherchieren. Ja, Adoption von Rogers war ein Thema, das wir bereits hatten. Und Sie sehen hier, dass Sie eine sehr große Trefferanzahl bekommen. Von daher sollte man hier noch weitere Begriffe verwenden für sein Thema, um dieses einzugrenzen. Sie haben hier beispielsweise die Möglichkeit, die Veröffentlichungszeiträume einzugeben. Sie können nach Datum sortieren, weitere Einstellungen vornehmen. Das können Sie im Übrigen auch nochmal hier über die erweiterte Suche machen. Das heißt, hier haben Sie nochmal weitere Möglichkeiten zu recherchieren, auch Wörterkombinationen einzugeben. Das schließe ich einmal. Und ganz charmant haben Sie auch die Möglichkeit, direkt die Artikel teilweise herunterzuladen. Hier muss man aber darauf achten, ob es wirklich die Originalquelle ist. Ansonsten werde ich Ihnen gleich nochmal Wege zeigen, wie Sie an die Literatur herankommen. Als weitere ergänzende Maßnahme sollten Sie auf jeden Fall die Datenbanken der HRW nutzen. Beispielsweise, wenn Sie nicht direkt an die Quelle herankommen über Google Scholar, dann suchen Sie auf jeden Fall in unseren Datenbanken weiter. Dazu möchte ich Ihnen jetzt einen ganz kurzen Überblick geben und zeige Ihnen einmal unsere Webseite. Hier sind wir in der Webseite der HRW und hier würde ich Ihnen empfehlen, immer auf die erweiterten Recherchemöglichkeiten zu klicken, weil Sie hier eine ganze Reihe von Datenbanken zur Verfügung haben. Zum Beispiel Beck Online ist eine juristische Fachdatenbank, sodass die Wirtschaftsjuristen hier sehr gut fündig werden. Dann haben wir Firmendatenbanken für Hochschulen, wo Sie über verschiedene Firmen recherchieren können. Beispielsweise auch dann, wenn Sie eine Befragung durchführen mit Fokus auf Firmen. Dann haben wir die digitale Bibliothek. Das heißt, hier können Sie Bücher ausleihen über die Fernleihe. Auch hier haben Sie die Möglichkeit, Freitexte einzugeben, zu recherchieren. Sie können sich mehr Optionen auch nochmal einblenden lassen, um zum Beispiel die Wörter im Titel anzugeben, Autor und Name und so weiter. Darauf gehe ich jetzt nicht ein, aber hier können Sie auf jeden Fall sich auch nochmal ausprobieren, um an Ihr Ziel zu gelangen. Dann haben wir verschiedene E-Book-Möglichkeiten, aber ganz wichtig auch nochmal die elektronische Zeitschriftenbibliothek, EZB auch genannt. Auch hier haben Sie die Möglichkeit, Fachzeitschriften, ja, auf Fachzeitschriften zuzugreifen. Ich würde empfehlen, immer sich einmal in die Wirtschaftswissenschaften hineinzubegeben. Und hier haben Sie jetzt nach Anfangsbuchstabe einer Zeitschrift sortiert Ihre Zeitschriften und sehen hier grün, heißt immer, ja, ich habe Zugang zu der Zeitschrift und kann die Artikel herunterladen, die ich bereits beispielsweise in Google Scholar recherchiert habe. Dann haben wir als weitere wichtige Quelle für die Wirtschaftswissenschaft die Datenbank ProQuest, die ich einmal vorstellen möchte. Und zwar haben Sie hier in ProQuest ebenfalls die Möglichkeit zu recherchieren.
Was ich immer sehr gerne nutze, ist die erweiterte Suche. Sie können hier beispielsweise angeben, dass Sie in allen Feldern recherchieren möchten oder dass Sie den Autor, einen Autor recherchieren möchten oder beispielsweise im Titel eines Dokumentes recherchieren möchten. Das können Sie alles angeben. Zum Beispiel ja, die Option Mobile Payment, ein ganz aktuelles Thema. Geben Sie es in Gänsefüßchen ein, dann werden beide Stichwörter gleichzeitig recherchiert. Und wir klicken jetzt einmal auf Suche, mal schauen, was herauskommt. Sie sehen hier 10 Ergebnisse für Mobile Payment. Beispielsweise hier Retailer Adoption of Mobile Payment, a Qualitative Study. Das scheint schon sehr, sehr gut zu passen zu dem Thema, wenn es um Adoption von Mobile Payment in Deutschland geht. Hier sehen Sie jetzt, dass die Zeitschrift Journal of Electronic Commerce in Organizations. Und hier ist jetzt leider der Fall, dass Sie nicht direkt auf die Quelle zugreifen können. Die können Sie aber beispielsweise über den elektronischen Zeitschriftenkatalog recherchieren, um letzten Endes diese Veröffentlichung herauszubekommen. Ich schaue noch mal weiter. Jetzt würde ich Ihnen gerne noch mal ein Beispiel geben, wo beispielsweise auch in ProQuest bereits die Quelle heruntergeladen werden kann. Hier natürlich Payment ist sehr gut vertreten. Nochmal als Hinweis, Sie haben hier die Möglichkeit, der Volltexte das auszusuchen. Das heißt, Sie kriegen nur die Treffer, wo Ihnen wirklich Volltexte zur Verfügung stehen. Das ist jetzt nicht wirklich relevant zu Ihrem Titel, für Ihren Titel, aber Sie sehen, dann erscheint, wenn Sie den Volltextzugriff haben, hier auch die Möglichkeit, ein PDF herunterzuladen. Wenn wir nochmal weiter nach unten schauen, Statista hatten wir bereits. Wie gesagt, Statista ist nur ein Lieferant von Daten, ist keine Originalquelle, aber wir haben hier natürlich eine schöne Recherchemöglichkeit, die Sie auf jeden Fall nutzen sollten. Nur passen Sie auf beim Zitieren. Und hier unten nochmal die WISO-Datenbank. Das ist eine ja, Fachinformationsdatenbank für Wirtschafts- und Sozialwissenschaften. Das heißt eben für die wissenschaftlichen Arbeiten am FW2 sehr relevant. Die Adoption ist eingegeben worden. Wir geben nochmal vielleicht den Begriff Mobile Payment ein. Auch hier würde ich empfehlen, die Gänsefüßchen zu setzen, um wirklich die Kombination beider Wörter herauszubekommen. Ja, es sind einige Treffer, die noch sehr vielzahlig sind. Sie haben jetzt über die erweiterte Suche zum Beispiel auch nochmal die Möglichkeit zu sagen, ich möchte das nur im Titel haben. Diese Wortkombinationen, das werden dann auf jeden Fall schon wesentlich weniger Treffer sein. In dieser Datenbank, der WISO-Datenbank, haben Sie wichtige Fachzeitschriften, wie beispielsweise die Absatzwirtschaft, sehen Sie hier, die sehr wichtig ist für das Marketing. Oder auch die Werben und Verkaufen haben Sie. Sie haben die Horizont, die Lebensmittelzeitung, wichtig für den Bereich Handel. Und ich würde Ihnen immer empfehlen, auch nochmal Ihren Dozenten, Ihren Betreuer der wissenschaftlichen Arbeiten zu fragen, welche Zeitschrift bei Ihnen nun relevant ist, damit Sie hier recherchieren können. Wir schauen nochmal, hier haben wir verschiedene Treffer, die Sie dann letzten Endes ja, herunterladen können. Hier beispielsweise Lebensmittelzeitung, hatte ich gerade schon erwähnt, wichtig für den Handel. Telekom macht Mobile Payment dicht. Ist auch ein Hinweis oder steigt aus Mobile Payment aus. Hier finden Sie auf jeden Fall sehr aktuelle Veröffentlichungen zu Ihren Themen. Und das heißt, wir haben hier in der HRW sehr vielfältige Möglichkeiten, auf Datenbanken zurückzugreifen. Wenn Sie nicht fündig werden sollten, würde ich Ihnen immer auch noch mal empfehlen, sich an das HRW-Personal der Bibliothek zu wenden, die Ihnen weiterhelfen können, wie Sie an bestimmte Fachzeitschriften, an bestimmte Fachartikel herankommen. Es gibt beispielsweise auch noch Dokumentenlieferdienste, wie beispielsweise Subito. Da auch noch mal ganz kurz der Hinweis, ich zeige Ihnen das mal, dort können Sie Fachartikel dann bestellen. Subito als Dokumentenlieferdienst, den Sie nutzen können, da müssen Sie sich einmal registrieren, ist kostenpflichtig. Allerdings sind die Beträge relativ gering und meine Erfahrung ist sehr gut, dass Sie innerhalb kürzester Zeit hier Ihre Dokumente geliefert werden können. Wie gesagt, falls Sie Fragen haben, wenden Sie sich entweder nochmal an Ihre Dozenten oder an das Personal der HRW-Bibliothek, die Ihnen sehr gerne weiterhelfen. Vielen Dank.